Guten Abend, liebe Allergologie-Fans, und herzlich willkommen zum heutigen Webseminar. Wir befassen uns heute mit den ökonomischen Aspekten der Allergologie. Denn die Allergologie ist nicht nur ein wichtiger Teil der Patientenversorgung, sondern kann auch ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der Arztpraxis sein. Deshalb haben wir heute wieder einen hochkarätigen Experten eingeladen, der uns wertvolle Einblicke in dieses Thema geben wird und uns mit seinem Fachwissen und seinen Erfahrungen bereichern wird. Im Rahmen des Webinars wird er uns die verschiedenen wirtschaftlichen Herausforderungen, aber auch die Chancen im Zusammenhang mit allergischen Erkrankungen aufzeigen und Ihnen helfen, Ihre Praxis besser auf all dies vorzubereiten. Bevor wir jedoch unseren Experten heute begrüßen, möchte ich Ihnen kurz mich und das Projekt Faszination Allergologie vorstellen. Mein Name ist Christian Schwager und ich bin einer der Initiatoren von Faszination Allergologie und auch der kreative Kopf dieses Formats. Falls Sie unser Projekt noch nicht kennen sollten, so empfehle ich Ihnen einmal einen Besuch auf unserer Homepage www.faszination-allergologie.de oder Sie besuchen auch gerne unseren YouTube-Kanal Faszination Allergologie. Dort auf unserer Homepage finden Sie nicht nur die Expertentipps und Videos, die wir bereits gedreht haben, sondern Sie können sich auch für den allergologischen Newsletter anmelden, damit Sie kein wichtiges Webinar mehr verpassen und zu neuesten Themen immer auf dem Laufenden gehalten werden. Also schauen Sie doch gern einmal vorbei. Damit lassen Sie uns nun zu den Programmpunkten des heutigen Abends kommen. Los geht es mit einem Vortrag zu den ökonomischen Aspekten der Allergologie, gefolgt von einem spannenden Case-Report, den uns Dr. Andreas Horn mitgebracht hat. Abgerundet wird unser allergologischer Abend dann durch eine offene Diskussionsrunde, bei der Sie Ihre Fragen an unsere Experten und unser Moderatorenteam stellen können. Wir freuen uns, Ihnen zudem mitteilen zu können, dass wir auch diesmal wieder 2 CME-Punkte für die Teilnahme am Webinar vergeben können. Damit wir Ihnen diese Punkte gut schreiben können, möchte ich Sie bitten, bis zum Ende dran zu bleiben. Außerdem bemühen wir uns stetig, auch für die weiteren Webinare, die noch folgen werden, CME-Punkte zu erringen, damit wir Ihnen einen Mehrwert bieten können. Und wo wir auch gerade beim Stichwort verbessern sind, damit wir die Qualität unserer Webinare stetig verbessern können, möchte ich Sie bitten, an unserer kleinen Umfrage teilzunehmen, die nach dem Webinar startet. Ihre Meinung hilft uns, die Qualität unserer Webinare zu steigern und besser auf Ihre Bedürfnisse und Interessen einzugehen. Also vielen Dank schon mal im Voraus, dass Sie an unserer Umfrage mitmachen. Und für alle Erstteilnehmer unseres Webinars hier eine ganz kurze Erklärung, wie Sie mit uns kommunizieren können. Sollten Sie eine Frage an unseren Experten oder unsere Moderatoren haben, so schreiben Sie die bitte in das FAQ-Panel. Sollte dieses FAQ-Panel bei Ihnen einmal nicht mehr sichtbar sein, so klicken Sie unten auf den kleinen Button Chat, um dieses wieder hervorzuholen. Damit kommen wir nun zum Werdegang unseres heutigen Experten Dr. Andreas Horn. Er ist HNO-Arzt und hat sich Anfang des Jahres zu einem ganz besonderen Schritt entschieden. Und zwar hat er nach 30 Jahren Vollgas in der Niederlassung seinen Anteil an der Praxis an seinen Kompagnon verkauft und ist von einer Vollzeit-Chefrolle in eine Teilzeit-Angestelltenrolle gewechselt und hat diesen Schritt bisher auch noch nicht bereut. Außerdem war er und ist er politisch sehr aktiv. Er war zum Beispiel Mitglied im EDDA-Bundesvorstand, ist heute noch als regionaler Sprecher im EDDA tätig. Darüber hinaus leitet er einen Qualitätszirkel für die Allergologie und ist auch stellvertretender Landesvorsitzender des HNO-Berufsverbandes in Baden-Württemberg. Als Fachberater für die Allergologie ist er auch für die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württembergs tätig und in diesem Bereich auch sehr gefragt. Und neben all diesen beruflichen Tätigkeiten engagiert er sich als Arzt auch noch auf YouTube, wo er einen eigenen Kanal namens HNO am Neckar mit seinen Kollegen betreibt. Dort hat er zahlreiche Videos veröffentlicht aus dem großen Thema der HNO-Medizin. Darüber hinaus schreibt er auch noch Fachartikel, insbesondere zum Thema Allergologie. Seinen Ausgleich findet er bei all diesen Tätigkeiten, unter anderem beim Fußball, beim Tauchen
und auch beim Genuss eines guten Glases Wein sowie beim Grillen mit Freunden und Familie. Damit heißen Sie nun gemeinsam mit mir den passionierten Allergologen Dr. Andreas Born willkommen. Außerdem begrüßen wir heute unser charmantes Moderatorenteam, unser Moderator Sebastian Seurich, der gemeinsam mit unserer charismatischen Gastmoderatorin Mandy Cuevas aus Dresden die Moderation übernehmen wird. Da sich Julia heute im wohlverdienten Urlaub befindet, ist sie heute nicht dabei, wird aber das nächste Mal wieder da sein. Und damit herzlich willkommen an unseren Experten und auch herzlich willkommen an unsere Moderatoren des heutigen Abends. Hallo auch von unserer Seite. Wir freuen uns, dass alle da sind. Liebe Mandy, ich freue mich besonders, dass du da bist. Das letzte Mal, dass wir zusammen eine Fortbildung gemacht haben, ist schon viele, viele Jahre her. Diesmal leider nicht in Präsenz, aber dennoch freue ich mich, dich zu sehen. Hallo, schön, dass du es geschafft hast. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier das erste Mal auch als Moderator dabei sein kann. Als Zuhörer, Zuschauer habe ich das ein oder andere Webinar da schon besucht und mir das angeschaut, wie ihr das so macht. Bin da auch sehr begeistert von und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit dir gemeinsam moderieren kann und freue mich natürlich noch mehr über unseren Referenten, den Andreas Horn. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange. Und lieber Andreas, du weißt ja, ich bin auch Vollblut-Allergologin. Und deshalb ist es ja für mich auch sehr interessant, was fasziniert denn dich eigentlich an der Allergologie? An der Allergologie faszinieren mich zwei Dinge. Zum einen, weil wir mit der spezifischen Immuntherapie eine kausale Therapie haben. Das haben wir fast nirgends in der Medizin. Das ist der eine positive Punkt. Und zum Zweiten, je mehr man sich mit der Allergologie beschäftigt, desto mehr merkt man, dass man auch so ein bisschen kriminalistischen Spürsinn braucht. Ja, klar, der klassische Heuschnupfen, der ist schnell behandelt, Pollenallergie. Aber wenn man ein bisschen tiefer geht, wenn es dann auch noch Nahrungsmittelprobleme dazu gibt und irgendwelche seltenen Allergene, da ist schon ein bisschen kriminalistischer Spürsinn gefordert und das macht mir einfach Spaß. Die Detektivarbeit ist sicherlich was, was viele teilen, dass es eine andere Faszination in der Allergologie ist. Ja, das finde ich auch so. Nun ist dein Vortragsthema heute ein bisschen was anderes. Es soll nicht um die Detektivarbeit in der Allergologie gehen, sondern um die ganze Abrechnungssache. Wir haben ganz provokant mal die Frage gestellt, ist die Allergologie in der Praxis eine brotlose Kunst oder eine Gelddruckmaschine? Andi, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch, dass ich über dieses spannende Thema heute reden kann. Und gleich vorweg, es ist weder eine brotlose Kunst noch eine Gelddruckmaschine. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen nahebringen kann, dass Allergologie sehr viel Spaß macht, dass es für den Patienten eine segensreiche Sache ist, wenn wir uns damit beschäftigen, aber auch betriebswirtschaftlich für die Praxis. Aber Gelddruckmaschine in unserem heutigen System ist es leider nicht. Aber man kann doch gut seinen Unterhalt damit verdienen. Und bevor wir anfangen, kurz, das muss man immer am Anfang machen, das sind meine Interessenskonflikte. Sie sehen, eigentlich für viele oder für alle Allergiefirmen schon Referate gehalten und klinische Studien durchgeführt. Insofern denke ich, dass ich da keine Interessenskonflikte habe. So, wenn wir uns mit den Einnahmen beschäftigen oder mit den beiden Punkten einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung einer Praxis, auf der einen Seite die Einnahmenseite, auf der anderen Seite die Ausgabenseite. Die Einnahmenseite ist natürlich gerade im GKV-Bereich durch Regelleistungsvolumen durch qualitätsgebundene Zusatzvolumen etwas eingeschränkt. Wir sind da in einem Budgetzwang. Daneben gibt es aber auch noch, gerade auch im Bereich der Allergologie, förderungswürdige Leistungen. Das ist von KV zu KV unterschiedlich. In Baden-Württemberg haben wir beispielsweise noch eine Zusatzförderung für den PRIC und für die subkutane Immuntherapie. Dann gibt es natürlich als Hauptstandbein auch die Leistungen für Privatpatienten, das werde ich Ihnen nachher im Detail zeigen, dass man da wirklich sehr gut Geld verdienen kann und die Arbeit, die wir hier leisten am Patienten, auch gut honoriert wird. Und dann etwas weniger natürlich die individuellen Gesundheitsleistungen. Auf der anderen Seite haben wir die Ausgaben zu beachten. Das sind natürlich die normale Praxisstruktur, also Miete, Personal etc. Aber, und das ist ganz wichtig, das werde ich Ihnen später auch zeigen, wir müssen natürlich verhindern, dass das sauer verdiente Geld auf der einen Seite dann von Krankenkassen oder KVen zurückgefordert wird im Rahmen von Plausibilitätsprüfungen, Richtgrößenprüfungen oder Einzelfallprüfungen.
Aber zunächst mal zu dem Thema, dass es ein lohnendes Teilgebiet der Medizin ist. Lohnend deshalb nicht nur aus finanzieller Hinsicht, sondern auch, weil immer mehr Patienten davon betroffen sind. Das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren eigentlich fast schon mit Schrecken sehen. Hier unten die Grafik zeigt Ihnen der 10-Jahres-Zeitraum von 1990 bis 2000 in Deutschland. Die sehen, dass die Zahl der Allergiker sprunghaft nach oben geht. Wir haben inzwischen in Europa ungefähr 20-30% unserer Bürger, die mit einer Allergie behaftet sind, 110 Millionen mit einer allergischen Rhinokonjunktivitis, 70 Millionen mit einem allergischen Asthma. Daran sehen Sie, dass es eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und die Zahlen für Deutschland zeigen, dass wir eine Lebensprävalenz für eine allergische Diathese haben von etwa 30% mit deutlich steigender Zahl. Und wenn Sie sich jetzt nur die Heuschnupfensymptomatik bzw. Hausstaubmilbenallergiker anschauen, dann sehen wir bei den Gräserpollen ungefähr 20% der Bevölkerung haben eine Sensibilisierung und für die Hausstaubmilben sind wir kurz drunter mit 16%, wobei diese Zahlen auch schon wieder 10 Jahre alt sind. Also die sind in der Zwischenzeit sicher deutlich höher. Und diese allergischen Beschwerden, die beeinträchtigen natürlich unsere täglichen Aktivitäten. Das Bild, das Sie hier von dem schlafenden Menschen sehen, ist kein typischer deutscher Bürobeamter, sondern das kann natürlich auch durch eine Allergie bedingt sein. Die blauen Kolumnen zeigen Ihnen die Symptome und die Beschwerden von perinealen Allergien und die roten von der saisonalen Allergie. Und Sie sehen, die Patienten sind in ihren Outdoor-Aktivitäten eingeschränkt, im Sport, aber auch natürlich in der Arbeit und haben Schlafprobleme. Das heißt, dieser Patient muss nicht immer gleich ein Schlafapnoiker sein, sondern könnte beispielsweise auch einen gestörten Schlaf durch eine Allergie haben. Und wenn man gerade die Schlafprobleme noch einmal aufdröselt, das sehen Sie auf der rechten Seite, dann sind ungefähr 50% sowohl der Erwachsenen als auch der Kinder durch Einschlafprobleme behindert, aber auch durch Durchschlafprobleme. Also sicher eine relevante Geschichte für den einzelnen Patienten, aber auch für die Volkswirtschaft ein großes Problem, die Allergologie. Wir haben, das ist eine Untersuchung aus Amerika, die Kosten für allergisches Asthma und allergische Heuschnupfen sind ungefähr doppelt so hoch wie bei Migräne und Depression. Also es ist wirklich auch volkswirtschaftlich ein relevantes Problem und nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in der schulischen Leistung. Diese Untersuchung, es gibt zwei aus England und aus Australien, die haben ja ein Schulsystem. In Australien ist es an das englische Schulsystem angepasst, dass die im Winter und im Sommer zum gleichen Prüfungsthema arbeiten, schreiben. Natürlich nicht die gleichen Prüfungsfragen, aber zum gleichen Thema. Und in dieser Untersuchung konnte sehr gut gezeigt werden, dass die Patienten, die einen Heuschnupfen haben, die dann auch entsprechend symptomatisch behandelt werden, im Sommer, dass die ein Risiko schlechtere Noten haben von 50%. Also auch da ein relevantes Problem. Und wir wissen ja alle, dass unsere Schüler das Abitur irgendwann in den Frühjahrs- und Sommermonaten schreiben. Da müssen wir einfach auch schauen, dass diese Patienten identifiziert und dann auch entsprechend behandelt werden, um ihnen nicht auch Chancen für die spätere Berufsausbildung zu verwehren. Eine Untersuchung auf der linken Seite aus Österreich, und die Österreicher sind, glaube ich, nicht ganz unterschiedlich wie die Deutschen, außer dass sie meistens schlechter Fußball spielen, aber sonst vergleichbar. Da sehen Sie auch, dass die Allergien schon an zweiter Stelle der chronischen Erkrankungen nach den Rückenschmerzen stehen, also wirklich ein relevantes Problem. Das Weißbuch der Allergologie hat schon vor über 10 Jahren ausgesagt, dass viele Betroffene, und das ist das Riesenproblem, überhaupt nicht wissen, dass ihre Beschwerden allergischer Natur sind. Auch bei uns im Ärztekreis, gerade auch im hausärztlichen Bereich, gibt es ja da oft auch Wissenslücken, die man einfach kennen muss und die man dann entsprechend behandeln muss. Und was noch erschreckender ist, wenn man dann schon die Allergie identifiziert hat, dass nur ungefähr 10% der allergiekranken Menschen dann auch entsprechend adäquat versorgt werden. Und ich sagte eben, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man gerade auch die Hausärzte sensibilisiert, aber auch bei uns in den Fachkollegen. Ich habe hier einfach mal ein Potpourri aufgelistet, damit Sie sehen,
das Thema ist ja brotlose Kunst oder Gelddruckmaschine. Es ist keine brotlose Kunst, wenn man einfach genau hinschaut, mit der Lupe hinschaut. Den klassischen Heuschnupfen, den erkennt fast jeder. Eine rezidivierende Sinusitis, die verborgte Nase, die blutige Nase, der Postnasal Drip, das könnte alles von Hausstaub kommen, aber auch von Schimmelpilzen. Da muss man sich ja genauer hinschauen. Stimmbandödeme, die immer wieder kommen, können natürlich auch allergisch bedingt sein. Lunge, das Hüsteln. Auch da muss man denken, dass das von einer Allergie kommen kann, Beginn des Asthma. Dann tägliches Brot bei uns in den HNO-Praxen, Juckreiz im Gehörgang, Ekzeme im Gehörgang, aber auch Paukenerguss, Adenoide, rezidivierende Otitiden. Das sind auch Hinweise oder können Hinweise für eine allergische Grunderkrankung sein. Sie sehen, das kann man weiterfassen, auch Augentränen, Juckreiz in den Augen, dann die eben angesprochenen Schlafprobleme, Abgeschlagenheit, Leistungsminderung etc. etc. Sie sehen, es ist eine Fülle von Beschwerden, die man auch auf allergische Erkrankungen zurückführen kann. Und darum ist es einfach wichtig, dass wir da auch über unseren Tellerrand hinausschauen und weiterdenken. Und wir haben gerade mit der spezifischen Immuntherapie, ich sagte das ja eingangs, das ist eine der wenigen kausalen Therapien, eine Therapie, die auch sozioökonomisch sehr wirtschaftlich ist. Es gibt da einige Untersuchungen, ein paar habe ich Ihnen hier mitgebracht, die zeigen konnten, dass die Ausfalltage, also die Krankheitstage nach einer spezifischen Immuntherapie von 5,5 auf knapp einen halben, also 0,7 zurückgehen und dass die Behandlungskosten auf die Hälfte zurückgehen, die Produktivität deutlich gesteigert wird, der Medikamentenverbrauch, die Arztbesuche deutlich rückgehen. Also wir haben hier wirklich ein Tool, das effektiv behandeln kann und die Patienten versorgen kann aus sozioökonomischer Sicht, sicher sehr, sehr wirtschaftlich. Auf der anderen Seite, die Untersuchung ist leider jetzt auch schon 10 Jahre alt, zeigte uns die WASIM-Studie, dass wir im Zeitraum 2007 bis 2010 einen deutlichen Rückgang haben von einmal, das ist das obere Bild von Patienten, die diagnostiziert worden sind und zum anderen auch von Patienten, die behandelt worden sind. Insbesondere erschreckend natürlich auch die Asthma-Patienten, wenn die entsprechend nicht diagnostiziert werden können, der Heuschnupfen-Patient, dann kriegen wir später ein manifestes Asthma, das dann natürlich entsprechend auch zu einem Anstieg der Gesundheitskosten führt. Woran lag das oder woran liegt es, dass die Allergie-Immuntherapie so zurückgegangen ist? Ich habe Ihnen hier mal Auswertungsdaten von 2008 bis 2016 gegeben. Sie sehen, es geht kontinuierlich zurück. Was waren die Gründe? Zum einen hatten wir 2008 die TAV, da werde ich nachher noch drauf geben. Dann hatten wir eine Änderung im einheitlichen Bewertungsmaßstab und bei vielen Kollegen Sorge vor Regress. Es ging dann 2013 etwas nach oben, ohne allerdings das Ausgangsniveau zu erreichen, als die Leitlinie doch hier für Klarheit gesorgt hat, in einigen KV und das Problem erkannt worden ist und die Förderung der Allergologie mit förderungswürdigen Leistungen umgesetzt worden sind. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht auf dem eh schon schlechten Niveau von 2018. Nach dieser Vorrede aus medizinischer Sicht, jetzt einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht, einfach ein paar Aspekte. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass die Allergologie wirtschaftlich im Sinne der Praxisführung ist. Das sind die Ziffern, die für uns in Frage kommen aus dem EBM, aber die werde ich Ihnen jetzt nochmal im Detail darstellen. Der EBM wurde ja 2020 reformiert und als wir ihn zunächst mal gesehen haben, haben wir gedacht, jetzt hören wir auf mit der Allergologie, weil gerade die Hauttestung, die Pricktestung, die Intrakutantestung, das wurde ja abgestraft, wenn man hier noch tätig war, auf die Hälfte reduziert, der bronchiale Provokationstest etwas erhöht, die orale Provokation herabgestuft, die AIT auch etwas erhöht. Aber letztendlich muss man sagen, hoppla, da ist ja mit einem Scherenschnitt durch die Allergologie gegangen. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Aber auf der anderen Seite haben wir, und das ist ganz wichtig, auch vor dem Hintergrund der vielfältigen Krankheitsbilder, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, die 30-100 eingeführt bekommen. Die allergologische Anamnese, die Befundbesprechung. Diese können Sie mit allen Gebührenordnungsziffern kombinieren. Sie können sie bis zu 4-mal in einer Sitzung, allerdings nur 4-mal im Jahr ansetzen. Und Sie können sie für alle Krankheitsbilder, die auch nur im entferntesten Sinne mit der Allergie zu tun haben. Ich sagte Ihnen ja vorhin, das Potpourri,
beispielsweise Juckreiz im Gehörgang oder periorbitale Ekzeme und. Da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, wo Sie einfach dann auch mal den Patienten, sagen wir, zum Äußersten greifen und fragen müssen. Und dann finden Sie das ein oder andere schon raus. Und als zweites haben wir eine Kostenpauschale für die Hauttestung bekommen. Das muss man natürlich zu der Kürzung dazu rechnen. Für den Prick-Test 5,50 Euro und für die Intrakutantestung die Epikutante 16,14 Euro. Also es kam hier einiges dazu. Dazu natürlich auch noch die förderungswürdigen Leistungen, die aber von KV zu KV unterschiedlich sind. Wir haben beispielsweise in Baden-Württemberg bekommen wir zu den 5,50 Euro noch zusätzlich 8 Euro für den Prick-Test. Und dann lohnt sich die ganze Sache nämlich schon wieder. Ich habe ihn mir hier mal aufgeführt, im Vergleich der Prick-Testung alter EBM gegen neuer EBM. Und Sie sehen, beim alten EBM gab es halt nur die Prick-Testung mit knapp 50 Euro. Beim neuen EBM bekommen wir noch die Kostenpauschale dazu. Man bekommt eben auch die 30-100 dazu. Und wenn wir mal die förderungswürdigen Leistungen Baden-Württemberg mit 8 Euro rausrechnen, dann ist ab dem dritten Ansatz der 30-100 und die hat man schnell. Also 15 Minuten hat man bei einer Allergieaufklärung und Diagnostik sicher schnell mit dem Patienten geredet. Dann ist man schon im positiven Bereich. Und beim vierten Ansatz ist man deutlich im positiven Bereich. Also letztendlich kann man schon sagen, dass wir durch den EBM, wir als Allergologen, profitiert haben, wenn es auch am Anfang etwas anders aussah. Aber im Endeffekt ist es eine positive Entwicklung. Und noch positiver ist die Entwicklung, wenn wir die subkutane und die sublinguale Immuntherapie nehmen. Ich habe Ihnen hier mal im ersten Beispiel die dreijährige Therapie, die Skittherapie mit 7 Aufdosierungen und 25 Erhaltungsdosen, also alle 6 Wochen auf notiert. Und dann kommen Sie nach den 3 Jahren auf 375 Euro. Gerade dadurch, dass wir eben die 30-130 bekommen haben und die 30-100, sehen Sie, dass die 30-130 aufgewertet bekommen haben und die 30-100 zusätzlich bekommen haben, erhöht sich dieser Betrag auf knapp über 580 Euro. Eine Steigerung um 56% oder real gesehen um 209 Euro, also ein deutlicher Sprung. Bei der SLIT ist zwar der absolute Betrag nicht ganz so hoch. Das ist immerhin eine Zunahme von 73 Euro, von 50 Euro auf 123 Euro. Aber der prozentuale Sprung ist deutlich höher, nämlich knapp 150 Euro. Also Sie sehen, wenn wir uns mit dem Patienten intensiv beschäftigt haben, die entsprechende Diagnose gemacht haben, ihn dann in eine spezifische Immuntherapie überführen und dann natürlich auch am Ball bleiben, die Dreier, dann lohnt sich wirklich die Allergologie wieder. Und das ist auch ein Credo, das ich Ihnen heute hier mitgeben möchte. Wenn Sie sich schon die Mühe machen, wirklich mit dem Patienten eine ausgiebige Diagnostik zu machen, dann auch bitte versuchen Sie, ihn adherent zu halten. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Die Adherenzzahlen sind ja katastrophal im Bereich der spezifischen Immuntherapie. Und da muss man sicher auch im Eigeninteresse der Praxis etwas tun. Denn am Anfang investiert man viel und später reüssiert man. Und darum sollte man hier ein Augenmerk drauf machen. Auch das O3-Labor, also spezifisches IgE und Gesamt-IgE, ist bei uns geblieben, bei den Allergologen, wer die entsprechende Laborgenehmigung hat. Das war ja lange Zeit in der Diskussion, hat viele Kämpfe verursacht mit der KBV. Es war früher im Bundesmanteltarifvertrag ja immer als Kern des Fachgebietes bezeichnet, also nur die Kollegen, bei denen auch die Bestimmung von spezifischen IgE zum Kern des Fachgebietes gehört, durften das abrechnen. Da hat man sich immer gestritten, gehört es zur Allergologie oder nicht. Und dieser Satz wurde jetzt rausgenommen. Das heißt, wir als Allergologen dürfen das abrechnen, sofern wir eine entsprechende Genehmigung haben. Zusammengefasst, alter und neuer EBM. Bitte setzen Sie die 30-100 wirklich großzügig ein. Natürlich nicht bei jedem Patienten. Das muss schon einen entsprechenden anamnestischer Hintergrund haben. Aber denken Sie daran, an die ganzen Krankheitsbilder, die ich Ihnen vorher genannt habe. Wir müssen, um die 30-100 anzusetzen, keine Testung, keine AET zu machen. Es reicht einfach auch die Anamnese. Das Zeitprofil von 5 Minuten muss man allerdings beachten. Und dann gibt es die entsprechenden Zuschläge, die dann auch entsprechend außerhalb des Budgets vergütet werden. Also das ist doch ein deutlicher, positiver Gewinn. Die SLIT, betriebswirtschaftlich kosteneffektiv. Da habe ich auch so eine Glühbirne dran gemacht. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, dass die
der reale Zuwachs nicht so stark ist wie bei der SKID, aber der prozentuale Zuwachs. Und man muss natürlich dann auch immer wieder berücksichtigen, das ist ja das Argument hier, für die Spritze bekomme ich was, für die SLIT-Tablette bekomme ich nichts. Man muss aber auch immer wieder die Zeit berücksichtigen, die man dafür aufbringt. Und diese Arbeit von Herrn Peter aus Ulm, die ist jetzt auch schon wieder ungefähr 10 Jahre alt, zeigt Ihnen, dass die SLIT eine sehr kosteneffektive Behandlung ist. Er hat in 52 allergologischen Praxen mit der Stoppuhr immer Arzt und Patient und Helferinnenzeit erfasst. Es wurden 274 SKID-Patienten und 271 SLIT-Patienten mit der Stoppuhr erfasst und die ganzen Arbeitsschritte des Personals und der Ärzte. Und was kam raus? Dass ungefähr das Vierfache an Zeit investiert werden muss für einen Patienten, der eine SKID bekommt, im Vergleich zu einem Patienten, der eine SLIT bekommt. Das hängt einfach auch damit zusammen. Das muss aufgezogen werden. Dann muss man das entsprechende Gespräch mit dem Patienten jedenfalls führen. Man muss kurz untersuchen, wie ist die Einstichstelle, dann muss man es dokumentieren. Also das ist alles schon sehr zeitaufwendig, was wir natürlich bei der SLIT alles nicht haben. Also ungefähr die vierfache Zeit. Und dann muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, was verdiene ich als Arzt in einer Stunde und rechnet sich das. Also das ist sicher eine Mischkalkulation. Ich bin kein Mensch, der sagt, es muss alles nur SLIT sein oder es muss alles nur SKID sein. Das muss natürlich auf die Praxis abgestimmt sein. Wenn man eine Praxis hat, wo man sehr viele Patienten hat, dann wird man wahrscheinlich eher zur SLIT tendieren. Hat man eine Praxis, wo es tagsüber auch ein bisschen gemütlicher zugeht, dann wird man wahrscheinlich eher zu SKID tendieren. Also das ist praxisindividuell, aber ich möchte Ihnen einfach mitgeben, dass die SLIT aus betriebswirtschaftlichen Gründen doch eine interessante Applikationsform ist. Und das haben wir auch zusammen, habe ich jetzt mit Herrn Möskes gerade in den neuen HNO-Nachrichten auch nochmal dargestellt. Die Studienlage zeigt eindeutig, dass der Aufwand bei der SLIT deutlich geringer ist als bei der SKID. Und Sie dürfen auch natürlich nicht vergessen, Sie haben die ganzen logistischen Probleme nicht. Die SKID muss entsprechend die Kühlkette eingehalten werden. Sie müssen auch letztendlich ihren Kühlschrank, wenn Sie es bei sich lagern, dann entsprechend überwachen, ein Monitoring machen, dass auch übers Wochenende hier kein Abfall war, dass die Temperatur konstant bleibt. Das sind natürlich alles Sachen, die man da berücksichtigen muss in die betriebswirtschaftliche Kalkulation. Sie brauchen einen Kühlschrank. Ja, das sind alles so Investitionen, die man bei der SLIT natürlich nicht braucht. Und auch das ist wichtig, es gibt bei vielen Tabletten auch jetzt die Abdeckung durch Rabattverträge, wo entsprechend auch eine Wirtschaftlichkeit schon dargestellt wird. Rabattverträge führen ja dazu, dass die entsprechenden Preise, die in der Lauertaxe aufgerufen werden, deutlich herabgesenkt werden und damit uns auch natürlich vor einem Regress beziehungsweise, wie wir es heute sind, Nachforderungsrisiko dann entsprechend schützen. Das war jetzt der EBM-Teil. Der Hauptteil ist natürlich die GOE. Da sind wir nicht budgetiert. Und da möchte ich Ihnen einfach die Beispiele aus unserer Praxis sagen, die sich dann über Jahre hin entwickelt hat. Also wir machen für die Patientin 2 Termine. Bei dem ersten Termin bekommt er eine Reihe von Prick-Testungen. Das sind insgesamt 40, wobei wir Testallergene von verschiedenen Anbietern nehmen. Also nicht nur die Prick-Lösung Birke von einem Anbieter, sondern von dem, was halt auf dem Markt ist. Warum? Sie wissen alle, dass die Konzentration von Majorallergen sehr, sehr unterschiedlich ist. Da gibt es ja gute Untersuchungen, die uns zeigen, dass bei verschiedenen Allergenen da unterschiedliche Konzentrationen an Majorallergen drin ist. Und darum nehmen wir da einfach verschiedene Anbieter, um dann auch zu entscheiden, welches Produkt wir hinterher nehmen. Und Sie sehen, das ist schon, wenn Sie da 40 Pricks haben, das sind dann schon 200 Euro. Wir machen regelmäßig eine rhinomanometrische Provokation, weil wir regelmäßig den Hausstaub mit dazu testen, auch wenn der Patient jetzt nicht unbedingt direkte Beschwerden angibt. Aber Sie wissen ja alle, Hausstauballergiker, die verharmlosen so ein bisschen ihre Symptome, die haben sich dran gewöhnt und darum schauen wir das mit an. Und zwar mit einer rhinomanometrischen Provokation, mit einer konjunktivalen Provokation. Dann machen wir zusätzlich auch eine orale Provokation. Ist ganz einfach, etwas Guamehl oder Sojamehl in die Backentasche. Und Sie
Sie glauben gar nicht, wie viele Patienten da auch reagieren. Guarmehl, Sojamehl ist in vielen Fertignahrungsmitteln drin und kann auch mal zu eben diesen unspezifischen Magen-Darm-Beschwerden führen. Das können Sie damit rausfiltern und dann machen wir bei allen aufgrund der Provokationstestung eine Spirometrie, Atemwegswiderstand, Ruhespiro, Flussvolumenkurve und. Und dann sind wir auf knapp 390 Euro. Und einen Tag später oder zwei Tage später machen wir den zweiten Termin. Auch hier, da werden hauptsächlich Nahrungsmittel und dann Hausstaub und Schimmelpilze getestet. Auch hier die Provokationstestung und die Lungenfunktionstestung. Und dann sind Sie bei 347 Euro, also zusammen rund 730 Euro. Und ich denke, das ist dann eine Einnahmenseite, die sich wirklich lohnt für den Aufwand, den Sie haben. Und dann sollten Sie nicht vergessen, dass Sie natürlich auch den Patienten entsprechend aufklären. Sie können für die AET-Einleitung die Ziffer 15 nehmen oder die 34. Die 34 ist ja eine nachhaltig lebensverändernde Erkrankung, die auch zum Asthma führen kann. Insofern ist es durchaus gerechtfertigt, hier diese Ziffer zu nehmen. Und wenn es halt noch intensiver ist, dann können Sie den Steigerungsfaktor erhöhen. Interessant ist auch die SCIT in der Aufdosierung oder während der Saison. Also wir machen grundsätzlich in der Aufdosierungsphase eine Pulsoximetrie, Atemwegswiderstand vor und nach Applikation und dann eine Spirometrie und dann sehen Sie, dann kommen Sie da schon auf 117 Euro. Bei der SLIT-Ersteinnahme ist es sogar noch betriebswirtschaftlich günstiger, weil wir dann anschließend auch noch eine Endoskopie von Rachen und Kehlkopf machen, um uns die Schleimhäute anzuschauen. Das sind dann knapp 48 Euro mehr und schließlich auch noch eine, die SLIT-Ersteinnahme ist eine orale Provokation. Auch das können Sie abrechnen, dann sind Sie auf 180 Euro. Und ich glaube, da lohnt sich dann steht der Aufwand und das, was Sie bekommen, in einem guten Verhältnis. Dann auch nicht vergessen die Pheno-Analyse. Das müssen nicht immer die Pulmologen machen, das können auch wir als HNO-Ärzte beispielsweise machen oder auch als Kinderarzt, als Hausarzt kann man das machen, ja, hat 35 Euro. Zusätzlich können Sie die Auslage für das Testkit berücksichtigen. Wir machen das während der Saison, wenn die Patienten kommen, um zu schauen, ja, können wir denn die gleiche Dosis nehmen, müssen wir reduzieren. Man macht es bei bronchopulmonalen Beschwerden, also wenn der Patient so ein bisschen Hüsteln hat und regelmäßig am Anfang der Aufdosierung, um uns eine Information über die Lungensituation zu verschreiben. Dann die Fragebögen auch hier am Anfang einer Allergiediagnostik, wenn der Patient also direkt kommt, sagt, oh, ich möchte mal eine Allergiediagnostik, kriegt er einen umfangreichen Fragebogen, den er entsprechend ausfüllen muss. Und in diesem Fragebogen wird halt alle Symptome abgefragt, auch was er an Medikamenten bisher genommen hat, wie die Familienanamnese ist und. Und wenn es entsprechend ausführlich ist, dann ist hier die 855a gerechtfertigt und regelmäßig einmal im Jahr machen wir eine duelle Analogskala, um einfach zu schauen, wie ist es denn beim Patienten, wie ist die Entwicklung der spezifischen Immuntherapie, spricht es an und das sind, Sie wissen, visuelle Analogskala ist eine sehr, sehr einfache Geschichte, da muss der Patient einfach einen Strich machen und da können Sie beispielsweise die Fragen machen, wie die rhinokonjunktivalen Beschwerden sind, ob er Medikamente eingenommen hat und. Und Sie haben einen ganz schnellen Überblick auch über Ihren Therapieerfolg. Dann das O3-Labor, auch das ist natürlich in der GOE abgebildet. Wenn Sie da entsprechend die Genehmigung haben, können Sie das Gesamt-IGE anschauen. Sie können das Spezifische anschauen. 10 Einzelallergene und noch 4 Mischallergene und dann kommen Sie hier auch auf ein Kostenvolumen von knapp 240 Euro. Als Tipp, Screening, wir nehmen die 3090, die Ziffer 4-Allergene, Hausstaubmix, Schimmelpilzmix und Pille und Nüsse. Und dann eben 10 Einzelallergene, die Allergene Birke, Hasel, Esche, Olive, das Katze, Lat, Esser, früh und später, Ambrosia, Beifuhr. Und dann, da haben Sie natürlich dann mit einem Allergien, wenn Sie das zusammenziehen, dann auch ein Kostenvolumen, das knapp so 1.000 Euro nach der Diagnostik ist. Ich hatte gesagt, die Therapie Reue ist natürlich ein ganz, ganz Punkt, zu beachten gibt. Diese Beratung, die hier im Bild ab
Es ist natürlich wahrscheinlich effektiver, Patient da freut, es ist eine andere Sache. Wir müssen den Patienten einfach erklären, dass nur durch diese kausale Therapie dann wirklich eine bessere Erkrankung zu ist. Natürlich auch durch eine symptomatische, aber wer nimmt schon konsequent eine symptomatische? Und es ist für uns natürlich ein betriebswirtschaftlich positives Ergebnis, Patienten in der Therapie Treue halten. Und wie ist die Therapietreue? Ich habe sie vorhin ja schon angedeutet und katastrophal gezeigt. Es gibt da Untersuchungen, zwei Stück hier von Eckert Schmidt und von Sieber. Die eine, Eckert Schmidt, sagt, die Skid ist besser. Die andere sagt, Sieber, die Slit ist besser. Und natürlich wissen Eckert Schmidt, das wurde von einer Firma gesponsert, die nur Produkte hat, und Sieber von einer Firma, die nur Produkte hat. Also irgendwo dazwischen bei uns bewegen, und es zeigt Ihnen auch die Untersuchung hier von Jean-Pierre Allem vor wenig 3 Jahren, glaube ich, der sich die krankenversicherten Daten, die er angeschaut hat, und der hat festgestellt, dass nach 3 Jahren die Attack der Slit-Tabletten und der Skid gleich ist, nämlich 30%. Die Tablette verliert im ersten Jahr, also da müssen wir viel aufhören, und die Skid verliert, konsequentlich ist es gleich. Nun, wenn wir die Therapietreue als schlecht identifizieren, dann müssen wir uns natürlich überlegen, woran liegt das? Ein Punkt ist sicher, das zeigt Ihnen die Arbeit hier von Sondermann, ein Punkt ist sicher der Aspekt Wirksamkeit der AET. Alle Patienten wurden in dieser Studie gefragt, warum sie eine spezifische Immuntherapie wollen, und 100% haben gesagt, sie wollen eine dauerhafte Linderung der Beschwerden. Das wundert natürlich nicht, das möchte jeder. So, und dann wurden sie gefragt, als sie abgebrochen haben, warum haben sie abgebrochen, und 60% haben gesagt, ich habe keine Linderung der Beschwerden gespürt. Und da muss man sich wirklich fragen, war vielleicht die Diagnose falsch, muss man da nochmal anders diagnostizieren, oder eben haben wir ein falsches Präparat eingesetzt, ein Präparat, das entsprechend keine oder eine schlechte Wirksamkeit hat. Und dann wurde weiterhin natürlich auch noch weitere Fragen gestellt, also warum sie abgebrochen haben, als Antwort, waren sie vielleicht nicht ausreichend informiert oder wie sieht es mit den Nebenwirkungen auch? Und da haben über 60% gesagt, ja, die Nebenwirkungen haben mich davon abgehalten, haben mich dazu geführt, dass ich ausgestiegen bin, und über 50%, dass sie nicht ausreichend informiert worden sind. Und das sind natürlich Punkte, die auch mit uns als Ärzte, als Verordner nach Hause gehen. Wir müssen den Patienten aufklären, einmal, dass die Therapie 3 bis 4 Jahre dauert. Wir müssen aufklären, was eine AET macht, also dass man das immer als Impfung etwa vergleichen kann, was unsere Ziele sind. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Sache. Wir wollen eine Symptomreduktion. Wir kriegen es in den seltensten Fällen hin, dass der Patient überhaupt keine Beschwerden mehr hat. Ja, das ist wirklich eine Rarität, aber eine deutliche Reduktion, dass er nicht mehr diese Hell Days hat oder nur noch wenige, dass der Medikamentenverbrauch zurückkriegt, dass wir ein Asthma verhindern, dass wir Neusensibilisierung verhindern. Das muss man dem Patienten ganz deutlich am Anfang sagen, damit er auch versteht, ja, es geht nicht ganz weg, aber ich habe doch einige positive Vorteile für mich. Und dann muss man ihn natürlich auch aufklären, gerade auch bei der Slit, was sind die Nebenwirkungen, die auftreten können, und wie lange halten sie an, was haben wir für Behandlungsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, bei der Skid einfacher zu sagen, ja, hast einen dicken Arm und wir können da auch Eis drauf machen oder einen Juckreiz und in seltenen Fällen mal eine Anaphylaxie, was wirklich sehr selten ist. Ich habe in meinen 30 Jahren 3-mal was erlebt, und wir spritzen 20 bis 25 Patienten pro Tag. Also das ist aus meiner Erfahrung sehr, sehr gering. Aber es gibt natürlich auch gerade bei der Slit-Tablette, wenn die Patienten zu Hause sind, wenn sie alleine sind und nicht direkt fragen können, dann immer Unsicherheiten, und sie setzen dann das Präparat ab. Und da muss man sie einfach darauf informieren, dass nach 2 bis 3 Wochen eine Toleranz entwickelt, dass in aller Regel die Akutsymptome nach 10 bis 20 Minuten aufhören. Und man kann es auch entsprechend behandeln, Eiswürfel unter die Zunge, nicht nach dem Zähneputzen. Also diese ganzen Verhaltensregeln einfach dem Patienten an die Hand geben. Und dann kann man ihn auch in der Therapietreue halten. Und natürlich auch sagen, wenn was ist, bitte ruf an, nicht einfach das Präparat absetzen. Aber das Wichtigste, um die Therapietreue zu erhöhen, aus meiner Sicht, ist das Einbinden des Patienten in die Therapieauswahl, inklusive auch der Möglichkeit, wenn er sich falsch einschätzt, den Wechsel der Applikationsform. Was meine ich damit? Also ich gehe so vor, dass ich meinem Patienten sage, also du hast keine Wahl, die Skid oder die Slit, also die AET machen wir.
deine Wahl ist einfach, welche Applikationsform. Dann erkläre ich beides und dann sage ich ihm, jetzt gehst du erstmal nach Hause und dann rufst du in 2, 3 Tagen an und sagst der Helferin, welches Rezept wir zuschicken sollen. Und ich sage ihm auch oder ihr, wenn du dich falsch eingeschätzt hast, wenn du dich für die Spritze entschieden hast und sagst, oh, das kann ich dann doch nicht machen, du darfst auch die Applikationsform einmal wechseln. Umgekehrt auch, die Tablette, wenn du doch nicht zurechtkommst, kann man umswitchen auf die Skid. Und das erhöht aus meiner Sicht eben auch die Compliance, dass der Patient hier eben nicht allein gelassen wird. Also ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt gezeigt, dass wir aufgrund des großen wachsenden Patientenkollektiv und der Situation im EBM-GOE doch ein lohnendes medizinisches Teilfeld haben, aber nur dann, wenn wir den Patient auch in der Therapietreue halten. Dann ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll. Und jetzt gehen wir zu dem anderen Teil, eben die Ausgabenseite, die wir natürlich auch reduzieren wollen, am besten auf null. Diese Situation, Kollege auf der linken Seite, hoffe ich, kriegen Sie nie, dass Sie hier 5-mal den Kopf an die Wand schlagen, weil Sie ein nettes Schreiben der Prüfstelle bekommen und ein Regress angedroht bekommen. Eins will ich vorweg sagen, ein Regress wird in den seltensten Fällen von der KV initiiert, sondern da sind immer in aller Regel die Kassen und es kommt dann an die Prüfungsstelle und die meldet sich bei Ihnen. Also die KV spricht kein Regress aus, sondern das kommt immer von der Prüfungsstelle, meistens oder in aller Regel initiiert von den Kassen. Und wir sind halt bei der spezifischen Immuntherapie auch an die WANS-Kriterien gehalten, wirtschaftlich ausreichend, notwendig und zweckmäßig. Und eins will ich vorweg sagen, aus meiner Sicht kann ein Präparat nicht wirtschaftlich sein, wenn es keine entsprechende Wirksamkeit hat, wenn die Wirksamkeit nicht entsprechend dokumentiert ist. Sie haben alle den Aufreger im letzten Jahr, im letzten ersten Quartal erlebt, Rückforderung der Viaktiv. Das waren Einzelfallprüfungen, als die Viaktiv, eine kleine Krankenkasse, sich die spezifische Immuntherapie vorgenommen hat und insbesondere ein Präparat hier auf die Prüfung gestellt hat. Und das hat natürlich zu einer Reaktion nicht nur im Blätterwald geführt von den normalen Laienmedien, aber auch in der Fachliteratur und auch bei den Berufsverbänden. Und HNO-Berufsverband, Dermatologen, Pulmologen haben sich natürlich massiv aufgeregt. Die Viaktiv hat es dann zurückgezogen, hat gesagt oder empfohlen, die Regressanträge in eine Beratung umzuwandeln. Das geht nicht. Da ist er auch übers Ziel hinausgeschossen. Sie hätte die Regressanträge zurückziehen müssen. Sie kann nicht von sich aus sagen, in eine Beratung umwandeln. Dann das obliegt der Prüfungsstelle, hat aber darauf hingewiesen, dass ab dem nächsten Quartal eben Neueinstellungen bei Therapieallergen zugelassene Präparate sein sollten, sonst wird sie diese Regressanträge weitermachen. Und das ist, muss man sehen, in der Historie natürlich gewachsen auf der Arzneimittelrahmenvorgabe. Wir haben vor 2 Jahren das erste Mal in die Arzneimittelrahmenvorgabe die spezifische Immuntherapie bekommen, wurde sie aufgenommen und das ist ja nur ein Empfehlungscharakter für die regionalen Vereinbarungen. Aber diese Empfehlung war Einsatz von zugelassenen Therapieallergen bei Neueinstellung. Und im letzten Jahr wurde das Ganze etwas verschärft und wurde der Zusatz genommen, der regelhafte Einsatz. Und wenn man sich ein bisschen juristisch auskennt, das weiß man, regelhafter Einsatz ist schon mal eine Stufe oder 2 Stufen höher. Und da muss man sich schon entsprechend dran halten. Diese Rahmenvorgabe wurde umgesetzt in alle KVen mit Ausnahme von Baden-Württemberg. Wir haben da, das zeige ich Ihnen nachher noch, ein bisschen anderen Weg. Wir sagen, First-Line-Therapie, es sollten zugelassene Produkte sein, das haben wir schon vor 8 Jahren gesagt, oder Präparate, die im Rahmen der THV schon eine entsprechende Wirksamkeitsdokumentation gezeigt haben, in Klammer, hat noch keine, Klammer zu, und man sollte die Übergangsregelung der THV beachten. Immer wieder in der Diskussion ist dann auch, wenn es um Regressanträge geht, ist denn das Therapieallergen, das nicht zugelassen ist, ist verkehrsfähig. Normalerweise ist ein Präparat, ein Arzneimittel nur dann verkehrsfähig, wenn es nach Arzneimittelgesetz zugelassen ist. Bei den THV-Allergenen, die bisher keine Zulassung haben, haben wir im Rahmen der THV eine Sondergenehmigung. Das heißt, die sind verkehrsfähig, solange die THV läuft. Es gibt aber noch 2 andere Aspekte. Das ist die Verordnungsfähigkeit. Als HNO-Arzt kann ich Hörgeräte verordnen, kann ich Cortison verordnen, kann ich Cetirizin verordnen. Aber die Frage, ob das erstattungsfähig ist, da müssen wir uns wieder an den WANS-Kriterien orientieren. Und ein Hörgerät ist beispielsweise nur bis zum Festbetrag erstattbar von den Kassen. Cortison nur bei Allergien, nicht bei Tinnitus.
Cetirizin gibt es auch Ausnahmen. Ja, also da muss man ganz haarscharf differenzieren. Verkehrsfähig sind die THV-Produkte, verordnungsfähig auch, erstattungsfähig, da streitet man sich im Moment drüber. Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU vor einigen Monaten hat es auch ganz klar thematisiert. Die sagt, ja, da werden sich irgendwann die Gerichte mit beschäftigen. Also selbst die Politik weiß nicht genau, was Sache ist und irgendwann wird es dann vor Gericht kommen. Um einfach die Vorgehensweise der Viaktiv zu verstehen, muss man uns den Zeitplan anschauen. 2008 wurde die THV ins Leben gerufen. 2014 wurde die erste Leitlinie, die wesentliche Teile der THV übernommen hat. Dann 2018 gab es erste regionale Vereinbarung. 2020 dann die Arzneimittelrahmenvorgabe 2021. Und jetzt nach 14 Jahren kommen die Prüfanträge. Ich glaube, man muss auch ein bisschen Verständnis für die Krankenkassen haben, weil dieser Prozess halt schon sehr, sehr lange geht. Ganz kurz, warum gab es denn die THV? Es war doch alles gut auf dem Markt, ja, sondern die THV wurde initiiert damals vom Paul-Ehrlich-Institut. Professor Fietz als Vorreiter, der hat gesagt, es ist nicht länger hinnehmbar, dass Patienten den Risiken einer Individualrezeptur ausgesetzt werden, wo wir überhaupt nichts über das Nutzen-Risiko-Verhältnis kennen. Es kann ja auch sein, dass die Erkrankung sich verschlechtert, dass sie zunehmend Etagenwechsel kommt, Neusensibilisierung kommt oder entsprechend auch bei einem nicht wirksamen Produkt trotzdem eine Anaphylaxie entsteht. Wer trägt dieses Risiko? Das war dann der Grund zu sagen, nein, wir machen wie bei jedem anderen Arzneimittel hier eine Risikobewertung, eine Wirksamkeitsbewertung und von über 6.600 Präparaten haben dann 123 den Antrag gestellt. In der Zwischenzeit sind 44 noch in diesem THV-Prozess, wobei die Differenz von 123 zu 44 nicht ist, dass die Präparate alle zugelassen sind. Das hat bisher nur ein Produkt mit zwei Präparaten geschafft, sondern die anderen wurden dann von den Herstellern auch zurückgenommen. Und mit einem Mythos möchte ich auch aufräumen, was immer wieder in der Praxis gesagt wird. Das ist doch ein ganz normaler Prozess, die THV. Ja, das Präparat geht in eine Dosisfindungsstudie. Wenn die positiv ist, man die Dosis gefunden hat, geht man in die Zulassungsstudie. Und das ist eben nicht der Fall. Die THV betrifft nur die Hauptallergene, Frühblüher, Gräser, Hausstaub. Und es ist eben wichtig, das ist kein normaler Zulassungsprozess, denn normal ist es so, was wir auch bei den Tablettenpräparaten sehen, die außerhalb der THV entwickelt werden. Man hat zunächst mal den Laborversuch, den Tierversuch, dann hat man gesunde Probanden, die das Präparat bekommen, dann hat man die Dosisfindungsstudie und dann die Pivotalstudie, die Zulassungsstudie. Und hier haben wir, ich sage das mal überspitzt, einen fortgesetzten, ja, täglichen Menschenversuch. Wir haben ein Präparat, von dem wir nicht wissen, ob die Dosis wirklich richtig ist und wir wissen auch nicht, ob es letztendlich auch richtig wirkt. Ja, das ist der große Unterschied. Die Präparate sind auf dem Markt, haben aber keine Zulassung. Und die Leitlinie betont das jetzt nochmal, die aktuelle präparatespezifische Beurteilung und Beurteilung der Sicherheit und der Wirksamkeit. Und das ist eben ganz wichtig, auch um uns vor Regressen zu schützen, wenn wir Präparate verordnen, die zugelassen sind, die ihre Sicherheit und Wirksamkeit entsprechend demonstriert haben, dann braucht man vor Rückforderungen keine Sorge zu haben. Und das Review will ich Ihnen auch nochmal zeigen, das ich zusammen mit Herrn Professor Bachert und Bremer gemacht habe. Wir haben uns vor 2 Jahren mal hingesetzt und gesagt, so nach 12 Jahren müsste es eigentlich soweit sein, dass alle Präparate kurz vor der Zulassung sind und wir dann ein großes Portfolio haben von zugelassenen Präparaten und wir haben das ernüchternde Urteil leider mitteilen müssen, dass kein einziges Präparat bis auf eins, ein Tropfenpräparat für Birke und Frühblüher, kurz vor der Zulassung steht. Es zeigte sich in allen Dosisfindungsstudien, dass die Marktdosis erhöht werden muss, um den Faktor 3 bis 5, um eine optimale Dosierung zu bekommen. Aber wie gesagt, Stand heute ebenfalls noch keine Zulassung. Unsere Einschätzung war dann oder unsere Zusammenfassung, kein Präparat ist aktuell vor der Zulassung, aber es gibt für alle THV-Allergene sowohl in der SCID als auch in der SLID zugelassene Präparate, sodass man eigentlich auf andere verzichten kann. Und wir haben ja letztes Jahr im Deutschen Allergiekongress in Wiesbaden auch nochmal so ein Tableau gemacht und da sehen Sie, es gibt
bei Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen wirklich zugelassene Produkte, die entsprechend auch dann sicher, rechtssicher angewandt werden können und daneben auch Produkte, die eben keine Zulassung haben. Das hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt. Baden-Württemberg, wir haben vor vielen Jahren schon gesagt, es war 2015, First-Line-Therapie bei uns sind wirksame Produkte, die eine Zulassung haben, die sind vorrangig einzusetzen. Natürlich kann man auch Präparate einsetzen, die im Rahmen der THV schon entsprechendes gezeigt haben, aber das ist nicht der Fall. Und wir müssen bei unseren Verordnungen auch immer das Ende der THV beachten. Es kann sein, wie das letztes Jahr passiert ist, dass oder 2021 passiert ist, dass plötzlich 7 Präparate vom Markt genommen werden und die Patienten dann ohne Behandlung dastehen. Die Berufsverbände haben sich hier auch ein bisschen bewegt, haben das schon ein bisschen eingeschränkt und sagen, ja, sollte eigentlich ein zugelassenes Präparat vorrangig eingesetzt werden und Abweichungen sollten gut medizinisch begründet werden. Und was sind denn jetzt gute medizinische Begründungen? Und da hat sich der EDA positioniert und sagt, ja, unzureichende Verfügbarkeit, das ist eigentlich bei zugelassenen Produkten, Fertigarzneimitteln kaum denkbar. Dann geringe Volumina und kurze Aufdosierung, insbesondere bei Kindern. Da frage ich dann immer ketzerisch, soll man insbesondere bei Kindern und Jugendlichen nicht zugelassene Produkte einsetzen, beziehungsweise Produkte, die bisher keine Wirksamkeit gezeigt haben? Ich meine nein, aber das muss jeder für sich selbst verantworten. Das war der kurze Rundumschlag. Ich hoffe, er war nicht zu schnell, aber es ist natürlich ein spannendes Thema, wo man viele Aspekte beachten muss. Einmal nämlich die Einnahmenseite und zur anderen eben auch die Ausgabenseite. Und mein Credo, das werden Sie nachher auch noch im Fallbeispiel sehen, zugelassene Produkte, zugelassene Produkte, zugelassene Produkte. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, Sie können mit der Allergologie, wenn Sie ein bisschen Spürsinn haben, wenn Sie ein bisschen kriminalistisch unterwegs sind, auch wirklich gut Geld verdienen. Und es macht unglaublich Spaß. Vielen Dank erstmal. Ja, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für den hervorragenden Überblick. Ja, zugelassene Präparate, ja, nein, das ist ja ein großes Streitfeld. Diese Streiterei will ich jetzt auch gar nicht anfangen. Deshalb gehen wir mal so ein bisschen nochmal auf diese Vergütung. Da sind wir ja in der Uniklinik, sagen wir, müssen wir ja Gott sei Dank nicht so nummern, nur bei den Privatpatienten. Und da finde ich das schon teilweise sehr, sehr schwer. Da war ich jetzt, sagen wir, überrascht, was ihr da alles so abrechnet. Macht ihr da, sagen wir, immer nasale und konjunktivale Provokation, weil du hattest das, aha, ja. Um das nochmal zu bestätigen? Genau. Ah ja, okay. Ja, aber gerade bei den gesetzlichen, das sind ja nur ganz schön ein paar Nummern, die man da auch so im Überblick haben muss. Wie macht ihr das denn dann in der Praxis? Ist das dann für die Chefsache? Nummerst du das alles selber oder delegierst du das? Oder nee, wie das würdest du das den Kollegen empfehlen? Das kannst du alles delegieren. Du musst halt das in die Praxisroutine irgendwo implementieren. Ja, und wir haben da natürlich in unserem QM-System haben wir dann auch die Flowcharts drin, wo man sagt, okay, wenn der Chef rauskommt und sagt, das und das möchte ich, dann wissen die Damen, aha, ich muss das und das mit dem Patienten anstellen und entsprechend Termine dann machen. Ja. Und gerade mit diesen 5 Minuten, dokumentierst du dann die genaue Zeit oder schreibst du nur schnell hin, 5 Minuten gesprochen? Ich schreibe eingehendes Gespräch hin. Ja, das okay. Ist bei mir Kürzel EG. Ja, und also es ist mal so, klar, es sollten 5 Minuten sein. Aber wenn man mal 4,5 Minuten hat und das nächste Mal dann 5,5 Minuten, ja, also das ist, denke ich, schon okay. Aber du weißt ja auch, wenn du so ein Multiallergiker vor dir hast, das sind 5 Minuten sowas von schnell vorbei. Ja, alleine, wenn du mit ihm sprichst, eine Skit oder eine Slit, um die einzelnen Aspekte aufzuführen, was für Nebenwirkungen, was er beachten muss, wie er es behandeln kann. Ruckzuck sind 5 Minuten rum. Ja, das geht sehr, sehr schnell. Und bei der Zwischenkontrolle, also ich habe ja einmal im Jahr, haben wir auch die Slit-Patienten dann zur Kontrolle da, dass wir so eine visuelle Analogskala machen und solche Sachen. Da hast du auch den Patienten knappe 10 Minuten immer drin. Also das ist gedruckt. Und es macht ja auch Spaß, einfach mal mit dem Patienten zu reden. Das muss man ja auch sagen. Andi, du hast das Thema Delegieren angesprochen. Mhm. Wie ist das bei euch? Ich musste heute so ein bisschen schon an den Vortrag von heute Abend denken, als ich auf der Station war.
meine MFA war nämlich nicht da. Ich habe heute alleine geprickt, ich habe provoziert, ich habe Intrakutantests heute gemacht. Wie ist das denn bei euch? Was delegierst du? Und dann auch gleich als Anschlussfrage, Mandy, wie ist es bei euch? Ist es denn anders? Also ich delegiere alles. Also wir haben geschultes Personal und alle MFAs, sowohl, wir haben zwei Männer und der Rest sind Frauen, die kriegen relativ früh in ihrer Ausbildung, bekommen die Allergiediagnostik beigebracht. Also die machen zunächst mal so klar, laufen mal so ein Vierteljahr mit, aber dann kommt das als erstes, weil wir halt eine Schwerpunktpraxis für Allergologie sind. Also das müssen die gleich am Anfang lernen. Ja. Und da habe ich kein Problem. Also wir haben in aller Regel 6 bis 7 Mitarbeiterinnen da. Und ja, wenn der eine mal krank ist, dann muss halt die andere einspringen. Das flutscht. Also bei uns ist das auch so, wir haben sehr gut ausgebildete Allergieschwestern, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und ich denke, dass jeder, der schwerpunktmäßig allergologisch arbeitet, sollte das auch haben, weil einem das sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Ja. Wenn die sich, sagen wir mal, sehr gut auskennen. Bei uns wird die gesamte Diagnostik von den Schwestern gemacht. Aber die Allergenimmuntherapie verabreichen wir, sowohl die Ersteinnahme bei der Slit als auch die subkutanen Applikationen. Das ist Arztsache. Mhm. Wie ist es bei euch, Andi? Ja, also die Ersteinnahme bei der Slit, das machen wir auch. Ja, weil ich einfach auch nochmal mit dem Patienten reden muss, was er beachten muss. Ja, außer, es gibt eine Ausnahme, wenn er vormittags bei mir war und dann in die Apotheke um die Ecke ging und dann gleich mit der Tablette zurückkommt und ich habe vorher schon mit ihm ausführlich gesprochen, dann sagen die Helferinnen, wie er das aus dem Blister rausdrücken soll. Aber in aller Regel ja, machen wir das auch selber. Und wie gesagt, ich schaue ihm dann auch nachher in die Schleimhäute rein. Und bezüglich der Skid, die Aufdosierung ist Arztsache 100%ig. Und wenn ein Patient sehr sensibilisiert ist, starke allergische Beschwerden hat, dann machen wir es auch. Aber wenn das jetzt, sage ich mal, ein Routinefall ist, ein Hausstauballergiker, der schon seit 2 Jahren seine Spritze bekommt, keine Probleme hat, dann dürfen das auch geschulte MFA, da haben wir 2, die eine entsprechende Ausbildung im Impfen haben. Ja, also das ist Grundvoraussetzung und die müssen eine gewisse Zeit, also ein Vierteljahr auch bei mir oder beim Kollegen in die Lehre gegangen sein. Also die laufen dann mit und sehen dann genau wie beim Assistenzarzt, dem ich das beibringe, was gemacht werden muss. Aber das differenzieren wir sehr, sehr genau. Mhm. Ja, Andreas, was du jetzt gar nicht so angeschnitten hast, macht ihr denn auch Insektengift Allergiker? Wie macht ihr das? Lasst ihr die in der Klinik einstellen oder macht ihr eine konventionelle Aufdosierung? Ja. Oder wie macht ihr das? Ja, also habe ich jetzt nicht, weil das wird ja den Vortrag noch mehr sprengen. Nee, machen wir auch. Aber die meisten Insektengiftallergiker wurden bisher bei uns in der Uni-Hautklinik gemacht und werden dann quasi transferiert, wenn die Aufdosierung vorbei ist. Aber die Uniklinik läuft im Moment über, sodass wir mehr und mehr auch die Aufdosierung machen. Aber bei den Insektengiftallergikern bin ich sehr zurückhaltend. Also ich mache keine Ultra-Rasch-Aufdosierung, sondern ich mache wirklich einmal die Woche eine Spritze 16 Wochen lang. Ja, also auch keine Kurzaufdosierung, wie man es jetzt bei den Pollen macht mit 7 Spritzen oder so, sondern das sage ich den Patienten auch. Und das sehen die auch ein. Die sind ja dankbar, dass man da entsprechend was macht. Aber das ist eine Sache. Und das ist auch eine Sache, die macht dann der Arzt. Also das macht auch in der Erhaltungsdosis keine Helferin. Im stationären Betrieb haben wir natürlich den Luxus, dass eine Ultra-Rush-Aufdosierung immer geht. Ja. Ihr habt das nochmal perfektioniert in Dresden. Ja, ich glaube, wir sind die Einzigen, die das übers Wochenende machen, wo immer viele so die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie geht denn das? Aber haben wir an allen Betten einen Monitor immer, weil wir HNO sind, also Atemwegsnotfälle auch haben. Das heißt, sie sind sowieso gemonitort. Und wir haben natürlich eine Dienstmannschaft am Wochenende, die auch allergologisch zumindest für den Notfall geschult ist. Und wir machen das über 3 Tage. Das heißt, ein bisschen modifiziertes Schema, was aber schon jahrelang auch unter Frau Dr. Hauswald schon entwickelt wurde und etabliert ist. Wir machen da am Freitag bei uns in der Allergologie die ersten 5 Spritzen und dann am Samstag 2 und am Sonntag 2, eine Vormittag, eine Mittags, was auch von den Dienstärzten, sagen wir mal, gut erledigt werden kann. Da sind wir auch zu dritt dann im Dienst da, falls irgendwas sein sollte. Und es ist wirklich auch eine Rarität, dass die mal reagieren, muss man so sagen. Und dann werden die montags entlassen über die Allergologie wieder. Und das hat sich sehr, sehr bewährt, weil wir HNO ist ein operatives Fach.
Ja, und da können wir natürlich uns die Patienten jetzt nicht in der Woche reinlegen, wenn wir unsere operativen Patienten haben. Aber fürs Wochenende ist das dann schon auch lukrativ zu sehen, ne, dass sozusagen die Betten auch gefüllt sind. Und also das klappt super, das so zu machen, und die Patienten haben nicht groß Arbeitsausfall. Ich muss ja auch zustimmen. Ich glaube, da wird immer viel zu argen Hype drum gemacht, dass da Nebenwirkungen sind und Reaktionen sind. Also ich habe bei meinen Insektengiftallergikern, die ich aber gut im Wochenabstand mache, noch nicht einen Fall, noch nicht eine Anaphylaxie gesehen. Ja. Genau. Und das bleibt hoffentlich auch so. Ja. Andi, wir könnten noch ganz viel weiterreden, aber die Zeit drängt schon und wir wollen noch unbedingt deinen Case hören. Deswegen ohne viel Vorgeplänkel, schieß los, wir sind ganz doll gespannt. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie kriege ich die Slides da oben wieder. Zack. So, jetzt machen wir einen spannenden Fall, ein aktueller Fall vom November 22. Die Emojis sucht den Fehler. Ich weiß nicht, das gab es ja mal von Özil, ja, der Fehler ist hier unten auf der rechten Seite zu sehen. Dieser Fall wirklich passiert letztes Jahr. Eine Studentin, 22 Jahre, Mutter ist HNO-Ärztin, kommt etwas aus dem Norden, nicht ganz aus dem Norden, sondern im mittleren Deutschland, aus dem Westen. Und der Prick-Test, sehen Sie, Gräser positiv, Birke positiv, spezifisches IgE, insbesondere bei Gräsern, aber auch die Birke ist positiv. Die Beschwerden, also rhinokonjunktival, April, Mai bis August, gelegentlich so ein bisschen trockener Husten, sagt im Sommer, wenn es halt warm wird. Und das ist wieder so ein dehnender Begriff, na, den uns die Patienten ja immer bringen, ja, also dann, wenn es warm ist und oder sagen im Sommer, können aber nicht so genau differenzieren, ist jetzt April, Mai oder ist wirklich Juni, Juli. So, was macht die Kollegin damit? Das heißt, machen wir mit diesem Krankheitsbild eine AIT, wie gesagt, so ein bisschen trockener Husten, vielleicht ein beginnendes Asthma. Was werden Sie machen? Stimmen Sie ab. So, ich würde gleich den Countdown einmal starten. Das gibt Ihnen dann noch 5 Sekunden Zeit und möchte Sie bitten, stimmen Sie alle noch fleißig ab. Und hier kommt einmal der Countdown. So, und dann können wir uns einmal die Umfrageergebnisse anschauen, denn die Umfrage ist geschlossen. Und es sagen 74%, ja, wir machen eine Immuntherapie. 7 sagen nein und 19% sind noch unentschlossen. Okay, und die Kollegin hat auch gesagt, wir machen eine Immuntherapie. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, was für eine Immuntherapie machen wir? Was würden Sie denn empfehlen? Machen wir eine spezifische Immuntherapie jetzt unabhängig, ob Slit oder Skit, auf Gräser? Machen wir es auf die Birke? Machen wir einen Bäumemix? Machen wir einen Gräser-Bäumemix? Oder machen wir Gräser-Birke? Also ich wiederhole nochmal, positiv im Prick 4-fach auf Gräser, 3-fach auf Birke, spezifisches IgE, Klasse 6 bei den Gräsern, Klasse 2 bei der Birke und Symptome April, Mai ungefähr bis August. So, nach dieser wunderbaren Zusammenfassung gebe ich Ihnen nochmal 2 Sekunden und dann kommt auch schon der Countdown. Den gibt es jetzt. Die letzten 5 Sekunden laufen. Stimmen Sie bitte fleißig ab und dann schauen wir uns die Ergebnisse einmal an, und zwar jetzt. Gut, damit ist die Umfrage geschlossen. Wir schauen noch einmal rein, und zwar haben 35% der Teilnehmer für die Gräser gestimmt. 6% für die Birke, weitere 2% für den Bäumemix, 10% Gräser-Bäumemix und 48% für Gräser und Birke. Okay, wunderbar. So, was hat die Kollegin gemacht? Ich löse das auf. Sie hat der Tochter Clastoid Gräser und Roggen verschrieben, hat sich für ein Allergen entschieden. Gut, das kann man machen. Die Birke reagiert sicher mit, aber geringer. Und von der Symptomatik April nicht ganz sicher, Mai, das passt schon zur Birke. Aber letztendlich hat sie wahrscheinlich überlegt, na, die Birke, das ist ein überschaubarer Zeitraum, meistens so von 3-4 Wochen, dann ist die Sache erledigt. Vorher, also bei den anderen Frühblühern, Haselerle, hat sie ja noch keine Beschwerden. Also insofern hat sie gesagt, jetzt machen wir erstmal die Gräser
und eine Gräser-Roggen-Mischung und hat sich für Clastoid entschieden. Hat sie von Oktober 11 bis Dezember 15 durchgeführt, hat dann nochmal die Tochter intensiv befragt und hat festgestellt, kein Effekt nach 4 Jahren. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was machen wir nun? Und da kommt jetzt die nächste Umfrage. Also AIT beenden hat nicht funktioniert und mit Symptomatika behandeln. Oder B, erneute Durchführung der Allergiediagnostik, eine Re-Evaluation. C, Präparatewechsel. Oder D, Cortison-Depotspritze, dann hat die Tochter Ruhe. Oder E, ich weiß nicht mehr weiter, Patientin wird in eine Spezialambulanz der Klinik überwiesen. Denken Sie nochmal ganz scharf nach, was Sie machen würden. Und dann nähert sich die Umfrage gleich Ihrem Ende. Hier an dieser Stelle kommt der Countdown. Dann wissen Sie, Sie haben noch 5 Sekunden und dann schließen wir die Umfrage. Und damit ist die Umfrage geschlossen und auch hier schauen wir uns noch einmal das Ergebnis an. Also, es stimmten 3% für A, die AIT beenden und mit Symptomatika weiter behandeln. 64% würden eine Re-Evaluation machen, 33% das Präparat wechseln und jeweils 0% die Depotspritze verabreichen bzw. die Patientin in die Klinik überweisen. Sehr gut. Und was hat die Kollegin gemacht? Die Kollegin hat sich entschieden, dass wir einen Präparatewechsel machen. Also das war es, was eben, glaube ich, 33% auch gemacht hätten. Sie hat gesagt, okay, jetzt nehme ich mal ein ganz anderes Präparat. Ich entscheide mich für Prolenex und da nehme ich jetzt die Bäume, sprich die Birke mit dazu. Und das habe ich jetzt durchgeführt von Februar 2017 bis Januar 2018. Man muss sagen, also man muss Hochachtung an die Tochter, aber das macht sie wahrscheinlich wegen der Mutter. Also sehr compliant, die Tochter. Jetzt macht sie den Präparatewechsel auch noch mit und hat auch hier keinen Effekt. Und was machen wir denn jetzt? Auch hier wieder die Frage. Also jetzt hat sie Gräser und Bäume, eine Mixtur bekommen. Polynex 2 Saisons oder 2-mal vor der Saison. Beenden wir die AIT und sagen, das ist ein Non-Responder und geben halt doch die Symptomatika weiter. Oder machen wir einen Applikationswechsel, gehen wir eventuell jetzt auf Tabletten oder Tropfen. Oder machen wir dann doch die Cortison-Depot-Spritze oder doch den Rat der Klinik und schicken sie zur Mandy. Auch hier dürfen Sie noch mal ganz kurz überlegen, ob Sie die Patientin zur Mandy schicken wollen. Natürlich sehr sympathisch und kriegt das natürlich hin. Oder ob Sie doch eine andere Variante bevorzugen. Ich würde den Countdown wieder einblenden. Dann wissen Sie, Sie haben noch 5 Sekunden. Und dann wird die Umfrage geschlossen. So, damit schließen wir einmal die Umfrage und schauen uns die Ergebnisse an. In dem Fall sagten 18% AIT sofort beenden. 60% für einen Applikationswechsel. Niemand würde die Depotspritze verabreichen und 22% sagen, jo, die Patientin muss ab zur Mandy in die Klinik und muss da behandelt werden. Okay, also 60% waren eben für einen Applikationswechsel, habe ich das richtig im Kopf? Das stimmt, okay. Genau. Gut, okay, und das hat die Kollegin auch gemacht. Jetzt wird nämlich auf Oral-Vac umgesetzt. 2019 wurde auf Oral-Vac umgesetzt. Gräser hat sich wieder dafür entschieden, dass wir das Präparat oder das Allergen nehmen, wo sie am meisten, am längsten Beschwerden hat. Nun haben wir das Problem. September 2021 ist Oral-Vac vom Markt genommen worden. Also wir haben es 2 Jahre behandelt und jetzt ist es vom Markt genommen. Was machen wir denn jetzt? Hat sich die Kollegin auch gefragt. Also AIT beenden. Mutter und Tochter sind verzweifelt. Sie nehmen weiter Symptomatika oder nochmal einen Präparatewechsel oder jetzt aber doch die Cortison-Spritze, weil die Tochter leidet, auch wenn es gegen die Leitlinie ist. Wir müssen was tun oder jetzt nochmal zur Mandy überweisen. So, auch da schauen Sie nochmal drüber, was Sie machen würden. Und dann würde ich den Countdown gleich starten. Das ist wieder Ihr Signal, dass Sie die 5 Sekunden noch haben, bis dann die Umfrage geschlossen wird. Und hier nun der Countdown.
So, damit ist die Umfrage geschlossen und auch hier schauen wir uns einmal die Ergebnisse an. Also AIT beenden, dafür sind 5%. Weitere 50% würden noch einmal das Präparat wechseln, 2% jetzt wirklich eine Cortisonspritze geben und 43% sind von der Mandy so überzeugt, dass sie die Patientin sofort in die Klinik schicken würden. Okay, gut. Also ich freue mich ja, dass die Depotspritze jetzt doch nach wie vor außen vor bleibt, weil das ja tatsächlich ein Kunstfehler in der Zwischenzeit als Kunstfehler angesehen wird. Und dass man auch sagt, nee, auch wenn wir groß verzweifelt sind, wir probieren weiter. Und wie gesagt, das kann man natürlich nur mit einer guten Mutter-Kind-Beziehung machen. Und die Kollegin hat sich tatsächlich zum Präparatewechsel entschieden. Und zwar wurde jetzt ab Februar 2022 umgesetzt auf Grasax. Zugelassenes Produkt, gut dokumentiert. So, dann hat die Tochter gesagt, nach 3 Tabletten, das juckt mir den ganzen Hals, schwillt und was weiß ich. Ich mag nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Also abgesetzt wegen oralem Allergiesyndrom. Und jetzt kommt wieder, jetzt haben wir nur noch 3 Auswahlmöglichkeiten. Die Mutter gibt entnervt auf, sagt nie mehr AIT, das hilft doch sowieso nicht. Und doch die Cortisonspritze oder jetzt nehmen wir halt doch die Klinik zur Hilfe. So, liebe Teilnehmer, Sie merken es sicherlich, wir nähern uns dem Ende von diesem spannenden Fall. Aber ich möchte Sie auch nochmal hier bitten, stimmen Sie ganz fleißig ab. Sagen Sie uns, was Sie tun würden. Und nehmen Sie einfach teil an dieser witzigen Umfrage. Ich würde jetzt einmal den Countdown einblenden, dann wissen Sie, es sind noch 5 Minuten und dann schließen wir. So, damit ist die Umfrage geschlossen und wir schauen einmal auf das Ergebnis. Also 11% glauben, die Mutter gibt entnervt auf und verordnet ihrer Tochter nie mehr eine AIT. Und 89% sagen, es wird Zeit für die Spezialistin. Übernehmen Sie Dr. Mandy Cuevas. Ja, und indirekt hat es die Mutter auch gemacht. Nein, die Patientin ist zum Studium nach Heidelberg gekommen und ist zufällig in unserer Praxis gelandet. Und was haben wir gemacht? Wir haben nochmal Grasax eingestellt. Die Patientin haben sie vorher eingehend aufgeklärt. Wir haben sie für, gerade weil es so ein schwieriger Fall war, für die ersten 5 Tabletteneinnahmen in die Praxis einbestellt, dass wir auch immer wieder besprechen konnten. Und wir haben ihr empfohlen, ein Symptomentagebuch im Frühjahr zu führen, Abgleich mit dem Pollenflug und im Herbst dann gegebenenfalls noch einen Provokationstest auf Birke und gegebenenfalls dann nochmal Etulasax dazu. Die Patientin ist jetzt mit Grasax seit einigen Wochen eingestellt. Es gab Probleme in den ersten 2 Wochen, aber das konnten wir gut abfangen, indem wir es eben 5 Tage eng geführt haben und ihr dann auch Cetirizin vorher, eine halbe Stunde vorher gegeben haben. Jetzt ist sie glücklich und jetzt hoffe ich natürlich, dass dieser Sommer gut für sie wird. So, Fehlersuche. Das wollen wir natürlich auch machen. Was hat die Kollegin letztendlich, ich sage mal nicht falsch gemacht, aber wo man einfach mal diskutieren sollte. Sie hat 3 Präparate, nämlich Glastoid, Polynex und Oralvac genommen, ohne Zulassung die Präparate, zum Teil ohne Dosisfindungsstudie. Bei Polynex gibt es ja eine. Alle Präparate sind auf dem Markt mit einer Dosis, die nicht optimal ist. Das zeigen uns die Dosisfindungsstudien. Es gibt keine positive Studie für eine angepasste, erhöhte Dosis, beispielsweise bei Polynex. Ja, das ist also die Schwierigkeit bei nicht zugelassenen Produkten. Dann hat sie keine Re-Evaluation nach der ersten oder zweiten Saison gemacht, sondern das Glastoid wurde mal 4 Saisons durchgegeben, obwohl es überhaupt keinen Effekt hatte. Dann hat sie beim zweiten Präparatewechsel oder beim ersten von Glastoid auf Polynex, hat sie eine Mischung genommen, Gräser, Bäume. Wir wissen, dass Polynex, wenn es denn eine Zulassung bekommt, dass es um den Faktor 5,3 etwa höher sein wird, die Dosis. Und wenn man das weiß und jetzt weiß, dass also die Marktdosis eben um den Faktor niedriger ist und dann das Allergengehalt nochmal halbiert,
ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn auch da keine Wirksamkeit entsteht. Und schließlich Grasax, das einzige zugelassene, wirksame oder gut dokumentierte, mit Wirksamkeit dokumentierte Produkt, aber keine Aufklärung der Tochter über die Nebenwirkungen. Frage, ob sie keine Erfahrung hat, die Kollegin, oder also noch nie ein sublinguales Präparat verordnet hat, das vermute ich. Das sind die Fehler, die hier bei der Patientin oder bei der Kollegin vorlagen. Ich habe immer, habe ich gerne gezeigt, diese Folie in Vorträgen, ja, wer würde sein, als provokative Frage, wer würde seiner Familie ein Präparat aufschreiben, von dem er die Wirksamkeit nicht kennt? Da haben dann alle genickt, wir nicht. Und wer würde ein Präparat selbst einnehmen, dessen Dosierung nicht optimal ist? Das würde ja, glaube ich, auch keiner nehmen. Aber dieser Fall lehrt eines anderen. Es passiert nach wie vor. Und darum meine Take-Home-Messages. Einmal, das habe ich im ersten Teil gezeigt, Allergologie lohnt sich tatsächlich sowohl für Ihre Patienten als auch für die Praxis, wenn Sie es entsprechend umsetzen. Zugelassene AIT-Präparate mit Wirksamkeitsnachweis sind im Patienteninteresse, aber auch im wirtschaftlichen Interesse der Praxis. Stichwort Rückforderung. Es gibt zugelassene AIT für jedes THV Hauptallergen in beiden Applikationsformen, SCIT und SLIT. Ich habe Ihnen das Poster vom Deutschen Allergiekongress gezeigt. Stellungnahmen der Verbände sollten Sie immer kritisch hinterfragen. Letztendlich haben die Verbände keine Rückforderung, sondern die Rückforderung geht immer an Sie als Praxisinhaber. Und darum bitte das kritisch hinterfragen. Die habe ich Ihnen auch gezeigt. Die Allergieverbände haben das auch schon ein bisschen modifiziert, ihre Aussagen. Und letztendlich, und das ist ganz, ganz wichtig, damit sich es auch betriebswirtschaftlich rentiert bei Ihnen, der Patient sollte entscheiden, ob er eine SCIT oder eine SLIT möchte. Es gibt für beides hochwirksame Präparate, zugelassene Präparate. Und um die Adherenz zu steigern, sollten Sie da wirklich den Patienten mit ins Boot nehmen. Und zum Schluss ein Spruch, den ich immer sehr gut finde, von Klaus Bachert: Nichts ist unwirtschaftlicher als eine nicht wirksame Therapie. Das sollten wir uns immer zu Herzen nehmen. Jo, das war der Fall. Vielen Dank. Ja, lieber Andreas, auch herzlichen Dank für diesen Fall. Ja, ich habe auch schon immer mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich sehe das ja gar nicht ganz so kritisch wie du mit den Präparaten, weil wir auch, sagen wir mal, sehr gute Erfahrungen haben mit noch nicht zugelassenen Präparaten. Und wenn Kollegen da auch gute Erfahrungen haben, ja, sehe ich das nicht ganz so kritisch wie du. Auch, dass die Verbände da, dass man das so sehr kritisch hinterfragen soll. Verbände helfen auch. Das haben wir ja gesehen mit den Regressforderungen. Der ETA macht sich da sehr, sehr stark, da auch zu helfen. Und möchte ich auch an die Kollegen appellieren, wenn sie da Probleme haben, können Sie sich auch gerade an den ETA wenden, der da wirklich sehr unterstützt. Aber was hier wirklich falsch gelaufen ist, also das machen wir definitiv nach einem Jahr reevaluieren. Ne? Meistens sind die allergischen Beschwerden nicht komplett weg, aber es muss sich gebessert haben. Ja. Und man sollte auch schon nach einem Jahr dann zumindest mal sehen, wenn das nicht gebessert ist, dann ist irgendwas in der Diagnostik falsch gelaufen, vielleicht sogar, dass man die Diagnostik also nochmal macht. Und ich hätte auch hier, wenn Patienten vage kommen, also sie wissen nicht ganz genau, ja, wenn es warm wird, ja, dann warte ich auch diese Saison nochmal ab. Da macht man sicherlich keinen Fehler, ne, dass man einfach dort nochmal Patiententagebuch führen lässt und wirklich schaut, welches Allergen könnte da wirklich relevant sein und das zur Not dann auch nochmal mit einer Provokation untermauern. Und natürlich der Applikationsweg wechseln, das machen wir auch gern, wenn wir merken, sagen wir mal, das klappt mit der einen Applikationsform nicht so gut, sei es Compliance oder eben Wirksamkeit, dann wechseln wir die Applikationswege. Also das sehe ich dann auch so wie du. Und wenn wir jetzt hier mit der TAF ja auch die ganze Zeit so ein bisschen hin und her spielen, wie machst denn du das dann aber mit selteneren Allergenen? Also was wir jetzt auch sehen, dass die selteneren Allergenen Fahrt aufnehmen. Ja, wir haben auch, sagen wir mal, doch häufig auch Beifuß, Alterna, ja. Auch die Brennnessel haben wir jetzt ab und zu, wo wir sehen, dass Patienten mit Gräserhypo kommen und darunter nicht besser werden. Und dann war es gar nicht das Gras, sondern die Brennnessel. Ja. Die unterliegen ja nicht der TAF. Wie entscheidest du dich da fürs Präparat? Ja, also zunächst mal nochmal das Aufgreifen mit den Verbänden. Das soll natürlich keine generelle Schelte sein. Ich will einfach Sensibilität dafür wecken, dass man
selbstverantwortlich ist das Entscheidende. Und ich gebe dir natürlich recht, der EDDA, HNO-Berufsverband, die tun da einiges. Auch die KV, das muss man auch ganz deutlich betonen, in so Regressverfahren ist die KV nicht der Gegenspieler, sondern die helfen in aller Regel. Die Pharmakotherapieberater stehen hier Gewehr bei Fuß und versuchen dann den einzelnen Kollegen zu helfen. Ja, ich bin halt, das weißt du, ein Evidenzverfechter noch und nöcher. Und wir wissen ja alle, Placebo-Effekt ist auch bei der spezifischen Immuntherapie sehr hoch. Wir hatten ja mal eine, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, epikutane Studie mit Katzenepithelien. Und da war man, glaube ich, bei 60% oder 61% Verum Wirksamkeit und die Placebo-Gruppe war so 2-3% drunter. Also okay, aber keine Frage, wenn man gute Erfahrungen hat, dann spreche ich nicht da unbedingt dagegen. Aber ich warne halt, dass es halt durch die Krankenkassen zu Regressen, dann Einzelfallregressen oder Prüfungen kommen kann. Seltene Allergene. Ganz schwieriges Thema. Da haben wir natürlich noch weniger Studien als bei den TAF-Allergenen. Ich mache das so, wenn ich mehrere Anbieter habe, dass ich den Anbieter nehme, der auch mit seinen anderen Präparaten, mit den TAF-Präparaten, eine gute Studienlage hat. Ja, weil ich einfach denke, ja, dann wird wohl das auch nicht so verkehrt sein, aber das ist natürlich eine absolute Eminenzeinstellung ohne Evidenz, das ist ganz klar. Und wenn es dann halt bei seltenen Allergenen nur einen Anbieter gibt, dann nehme ich den und kläre natürlich den Patienten auch drüber auf. Das müssen wir auch, dass das ein nicht zugelassenes Produkt ist. Wir wissen letztendlich nichts über Wirksamkeit, Sicherheit, Perspektive. Das müssen wir im Rahmen des Patientenrechtegesetze machen und dann kriegt er natürlich auch dieses Präparat, ganz klar. Da vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp meinerseits, also seltene Allergene sollte man ja provozieren, ja, dass man also auch sieht, ja, ist es ja, das ja wirklich, und dann macht sich das auch gut, sozusagen das AIT-Präparat von der Firma zu nehmen, wo man auch die Provokationslösung genommen hat. Haben aber wieder das Problem, dass wir nicht von allen auch eine Provokationslösung haben. Das ist ja ein Dilemma ohne Ende in der Zwischenzeit, ja. Ja, das ist richtig. Vielen lieben Dank für die wertvollen Praxistipps an euch beide. Die Zeit rennt schon wieder. Ich wollte wenigstens noch eine Frage auch noch zum Thema Karriere stellen. Du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, dass du auch die Interdisziplinarität so ein bisschen schätzt und sagst, Mensch, auch Nicht-Pneumologen können eine Phenomessung machen. Hm. Wie Interdisziplinarität ist dir denn in der Allergologie wichtig oder findest du sollte sein? Sollte zum Beispiel jeder Pneumologe, jede Pneumologin auch eine Nase endoskopieren sollen oder jeder Dermatologe auch eine LUFO auswerten, so ein bisschen Basic Asthma einstellen? Wie weit geht das Ganze denn? Ist ganz schwierige Frage. Also ich bin immer für eine Zusammenarbeit, finde ich toll. Und in meiner KV-Funktion, ich habe ja die Förderung bei uns hier in Baden-Württemberg mehr oder weniger durchgesetzt. Da habe ich auch immer auf dieses Argument gespielt, dass die Allergologie Querschnittsfach ist für die Pädiater, für die Hausärzte, HNO-Ärzte, Dermatologen und. Und ich bin, wie gesagt, da auch gerne für eine enge Zusammenarbeit. Wenn wir wie in Heidelberg in der Stadt leben, wo wir einen kurzen Draht haben, dann nehme ich in aller Regel die Kollegen in Haft und schicke den Patienten dann direkt hin. Und wir haben so ein Netzwerk, dass die auch dann relativ schnell angeschaut werden, also in aller Regel in einer Woche. Wenn ich natürlich auf dem Land bin und wo der nächste Facharzt dann ein halbes Jahr Wartezeit hat, dann sollte ich mir so ein paar Basics aneignen, gerade wie die Phenomessung oder auch mal Grundkenntnisse in der Spirometrie. Also auf jeden Fall die Phenomessung, wie gesagt, machen wir bei uns routinemäßig oder relativ routinemäßig auch, gerade wenn die Saison da ist und der Patient so ein bisschen auch einen Asthma-Hinweis hat, um einfach da eine Sicherheit zu haben. Was mache ich jetzt mit der nächsten Spritze? Gehe ich mit der Dosis runter oder kann ich die gleiche Dosis geben oder vielleicht nur ein Dreiviertel? Ja, also das machen wir regelmäßig. Aber wie gesagt, das ist davon abhängig, bin ich auf einer eher ländlichen Struktur oder bin ich in einer städtischen Struktur, wo ich halt gute, schnelle Beziehungen habe. Okay. Wie ist das? Okay, Mandy, wir haben vielleicht noch Zeit für eine Frage. Schieß noch mal los. vielleicht, wenn wir jetzt noch mal zum Karriere-Teil kommen. Du hast ja wahrscheinlich auch in der Klinik angefangen. Mhm. Denke ich mal so, was war dann dein
Moment, wo du gesagt hast, ich springe jetzt in die Praxis ab. Vielleicht, weil du in der Klinik nicht so viel Allergologie machen konntest. Es ist ja nicht an allen Kliniken so gut vertreten, wie wir das so wissen, in der HNO zumindest. So ist es. Was war so dein Aha-Moment, wo du sagtest, jetzt springe ich in die Niederlassung ab, und würdest du das immer wieder so tun? Ja, also wir haben in der Klinik tatsächlich, mal ganz deutlich sagen, eine rudimentäre Allergie gehabt. Das war damals der Professor Enzmann, der dann in die Charité ist. Der hat es schon als sein Hobby gemacht. Und auch Professor Hepp, der jetzt in Karlsruhe ist. Und da habe ich sehr viel gelernt. Aber letztendlich, wir hatten nicht so eine richtige allergologische Sprechstunde. Das lief immer so ein bisschen am Rande. Und wenn man dann so einen Patienten rausgefischt hat in der Ambulanz, dann wurde er zu Hept oder Enzmann geschickt und dann guckt mal. Aber da habe ich schon so ein bisschen Spaß entwickelt daran. Aber letztendlich, die richtige Freude an der Allergologie kam dann erst in der Praxis. Ich bin, nachdem ich 3 oder 4 Monate Funktionsoberarzt bei uns in der Ambulanz war, hat mich ein Kollege angesprochen, der 2 Jahre vorher eine Praxis aufgemacht hat, und er sagt, wir kennen uns ja noch aus dem PJ und meine Praxis läuft über, ich brauche jemanden, willst nicht bei mir einsteigen? Und der hatte damals eine allergologische Praxis übernommen. Und dann bin ich da rein und dann, ja, ins kalte Wasser und dann jetzt self-made Allergologie. Und ja, da habe ich erst richtig Allergologie gemacht und habe gemerkt, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, und dann machst du halt den einen oder anderen Kurs hinterher und lernst auch auf Fortbildung. Also das war wirklich so wie in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär. Rein ins Wasser und schwimmen gelernt. Genau so, genau so. Das ist auch genau das passende Stichwort. Ich möchte nochmal, wie schon im letzten Seminar, darauf hinweisen, dass es von der Deutschen Gesellschaft für Allergologie, Klinische Immunologie, von uns Junioren ein Immunologie-Allergie-Mentoring-Programm gibt. Da sind auch noch Plätze frei und die Bewerbungsdeadline ist auch erst Ende des Monats zum Mainzer Allergie-Workshop sozusagen dann auch passend. Das ist ein Programm, was im Prinzip sowohl an Kliniker geht, an Forscher, auch an Studierende, die sich einfach irgendwie einen Einstieg in die Allergologie suchen. Es gibt ein Matching mit einem Mentor, einer Mentorin. Das sind junge, aber auch erfahrene Forscher oder Kliniker. Ganz ja, individuell wird das dann eben gematcht. Und Kongressteilnahme ist mit dabei für den Mainzer Allergie-Workshop, für den IAKI, für den DAK. Und es gibt zwischendurch auch Webinare, Seminare, alles drum und dran. Also wer da noch Valenzen hat, wer da Lust drauf hat, bitte, bitte, bitte eine E-Mail schicken, entweder an mentoring@dgaki.de oder junior@dgaki.de. Die Bewerbungsunterlagen sind ein kurzer Lebenslauf, Motivationsschreiben, Empfehlungsschreiben und eine Teilnahmeerlaubnis vom Vorgesetzten. Da sind die Einstiegshürden auch ganz niedrig und wir würden uns freuen, wenn da noch ganz, ganz viele Bewerbungen eintrudeln. Gut, Andi, zum Abschluss quälen wir immer noch mal unsere Gäste mit der schnellen Fragerunde. Wir stellen dir ganz kurze Fragen, die du auch bitte ganz kurz abwechselnd beantworten sollst. Und ich würde direkt einmal einsteigen. Wenn du dich nochmal entscheiden müsstest, Klinik oder Praxis? Praxis. Praxis. Nochmal zusammengefasst, Gelddruckmaschine oder brotlose Kunst? Beides nicht hundertprozentig. Es macht Spaß. Es ist keine brotlose Kunst, aber es ist letztendlich auch keine Gelddruckmaschine. Ist Wissenschaft oder Praxis eine Entweder-Oder-Entscheidung? Nein, wir machen, also ich mache ja in der Praxis, habe ich jetzt insgesamt 51 klinische Studien gemacht, also überhaupt nicht. Jederzeit wieder HNO-Arzt und Allergologe oder lieber andere Fachrichtungen wie vielleicht innere Medizin, Pneumologie? Ich wollte erst Innere machen, bin zur HNO gekommen wie die Jungfrau zu Kinde, weil ich mein PJ verbaselt habe, kein Platz mehr frei war außer HNO und dann habe ich Spaß dran gehabt. Ich würde wieder HNO, wieder Allergologie machen. Wenn alles zu viel wird, was ist dein Ausgleich? Tauchen, darum auch mein Hintergrundbild. Also einmal im Jahr geht es mindestens 10 Tage zum Tauchen und nächste Woche am Mittwoch gehen wir 10 Tage nach Socorro. Das ist eine Pazifikinsel, ein Tagfahrt mit dem Schiff von Mexiko entfernt. Und da werden wir eine Woche lang tauchen. Dann denke ich, du bist ein hervorragendes Beispiel für trotzdem Wissenschaft, auch wenn man niedergelassen ist. Was ja, sagen wir mal, viele immer so ein bisschen beängstigen sehen, wenn die aus der Klinik gehen. Ich mache nur noch Patient, Patient, Patient ohne Wissenschaft. Deshalb die Frage, was liest du lieber, Fachzeitschriften oder Freizeitbücher?
Fachzeitschriften, tatsächlich, ja. Weil ich auch viele Gutachten mache und ja, da muss man Fachzeitschriften lesen, ja. Wenn aber die Trivialliteratur auch, also im Urlaub lese ich auch sowas wie Tom Clancy oder so irgendwas, wo es richtig zur Sache geht. Was zum Abschalten, ja. Ja, klar. Wenn du Patient wärst, würdest du lieber eine Skid oder eine Slit haben? Ich würde im Moment lieber eine Slit machen, ja. Einfach aus Zeitersparnis. Und was denkst du, werden Allergien in den nächsten Jahrzehnten weiterhin steigen oder sind wir auf dem Steady State? Ich denke, das wird steigen. Also Allergologie wird einen enormen Zuwachs kriegen, sowohl von der Diagnostik als auch von der Therapie, von den Allergenen selbst. Also ja, es wird steigen, bin ich ganz sicher. Hast du selbst Allergien? Nein, Gott sei Dank nicht. Oder ich ignoriere sie. Nein, ich habe nicht. Damit hast du unsere Schnellfragerunde mit Bravour wieder bestanden. Okay. Und zum Abschluss wollen wir dich noch fragen, hast du vielleicht noch 3 Tipps für unseren Nachwuchs, die du gerne mit auf den Weg geben würdest, was jeder beachten sollte? Also was jeder beachten sollte für die Allergologie, man muss, ich sag mal, wenn man die Zeit hat, in verschiedene Bereiche reinschnuppern. Ja, ich sehe das bei mir, sind halt im HNO die ganzen Atemwegsallergien, aber man kommt da doch schnell an Grenzen, wenn es so ein bisschen ins Dermatologische reingeht und so. Also man sollte da als Allergologe auch da ein bisschen was mitnehmen. Und dann, in der Klinik, wenn man in der Klinik ist, durchaus, das habe ich nie gemacht, habe hinterher mich geärgert, die Wissenschaft, das war nicht so mein Ding. Hinterher in der Praxis habe ich es gemacht, da musste ich mir erstmal reinquälen. Man sollte da durchaus wissenschaftlich noch tätig sein, weil es einfach Spaß macht. Ja, und ein dritter Tipp, learning by doing, machen, rein. Super, vielen lieben Dank dafür und auch vielen lieben Dank, dass ihr beide heute Abend bei uns wart. Liebe Mandy, vielen lieben Dank für deine tolle Co-Moderation. Ich habe mich sehr gefreut, euch beide hier zu sehen. Viele wissen es vielleicht nicht, aber die Mandy war meine allererste Allergologielehrerin. Ich muss es jedes Mal sagen, wenn ich irgendeine Vorbildung mit ihr mache. Insofern auch nochmal vielen lieben Dank, Mandy, dafür, dass du mich damals überhaupt zur Allergologie gebracht hast. Ja, das ist ja auch toll, dass du so ein großartiger Allergologe geworden bist. Naja, noch ein Werden. Darf ich kurz fragen, haben wir denn auch Fragen vom Publikum bekommen und sind die alle beantwortet? Weil ich habe ja gar keine gesehen. Wir haben nebenbei schon ganz fleißig geantwortet, aber okay. Größtenteils über einen Text, weil die Zeit schon recht fortgeschritten war. Aber aktuell steht nichts aus. Alles klar. Falls noch Fragen sind, wer Interesse hat, wir machen ja in Dresden auch Allergologie-Kurse. Da ist jetzt Ende April der Grundkurs, wer also ganz neu einsteigt und von der Diagnostik bis zur Therapie alles lernen möchte, ist da herzlich mit eingeladen über unsere Homepage. Können Sie sich da anmelden und im November haben wir dann den Allergologie-Aufbaukurs, wo wir dann eben auch in andere Fachbereiche außer HNO hineinschnuppern, Pneumologie, Dermatologie, Biologika wird da auch so ein bisschen mit angerissen. Also wer da möchte, kann sich da gerne anmelden und sich schulen lassen von uns Dresdnern. Immer ein toller Kurs, sehr empfehlenswert, auf jeden Fall. Gut, dann übergeben wir zum Abschluss noch wieder zurück an Christian Schwager. Ja, und hier ist er. Also, zum Ende des Webinars möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Andreas Horn für seinen hervorragenden Vortrag und natürlich die interessanten Erkenntnisse, die wir alle daraus ziehen konnten. Ich hoffe auch, dass Sie, liebe Teilnehmer, wertvolle Einblicke nun in das Thema ökonomische Aspekte der Allergologie bekommen haben und diese auch zukünftig in Ihrer Praxis umsetzen können. Ein herzlicher Dank geht zudem an unsere Gastmoderatorin, Privatdozentin Dr. Mandy Cuevas sowie an Sebastian, die dieses Webinar wieder hervorragend heute moderiert haben. Außerdem möchte ich mich natürlich bei ALK, unserem Sponsor, bedanken für die Unterstützung, dass er dieses Webinar sozusagen uns ermöglicht, dass wir es einfach durchführen können. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Abschließend möchte ich Sie noch ganz kurz bitten, an unserer Umfrage teilzunehmen. Die poppt bei Ihnen automatisch nach diesem Webinar auf und Ihr Feedback und Ihre Meinung sind uns wirklich sehr wichtig, denn sie helfen uns, gezielt auf Ihre Bedürfnisse und Interessen einzugehen und unsere Webinare interessant für Sie zu gestalten. Zudem möchte ich jetzt zum Schluss noch auf unser nächstes Webinar im April hinweisen.
Dann wird uns Dr. Anice Heratizade zeigen, wie wir den Behandlungserfolg bei den Patienten steigern, indem wir noch effektiver mit unseren Patienten kommunizieren. Und für alle, denen es jetzt vielleicht nicht möglich war, in unserem Downloadbereich das Dokument für die Vergütung herunterzuladen, schreiben Sie mir noch mal ganz kurz eine E-Mail an faszination-allergologie@alk.net. Dann kann ich Ihnen diese auch sehr gern noch zusenden. Wenn Sie noch weitere Informationen zu unseren Webinaren haben möchten, finden Sie diese wie gewohnt auf www.faszination-allergologie unter dem Reiter Webinar und Gäste. Damit bedanke ich mich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie im nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Also genießen Sie die Zeit und bleiben Sie neugierig. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönen Tag.